Gäste. Wir haben eine kurze Information für Sie. Direkt von der Gangway. Unser Hoteldirektor meldet, dass es anfängt leicht zu nieseln. Also wer noch keinen Schirm oder kein Regenjäckchen oder Hütchen dabei hat, kann ruhig nochmal auf die Kabine gehen und einen dergleichen holen. Dankeschön. Wherever you have been. Und er hofft, dass Sie sich auch gefreut haben an den Ziel, wo wir bisher waren. And on my side here in Tuléar. Und hier in seinem Ort in Tuléar. Ja, as you know, Tuléar. The name of Tuléar, it has got a very. Mal wieder Leute geben, die das nicht wollen, dass Bilder gemacht werden. Seien Sie da bitte vorsichtig, die winken dann schon ab oder drehen sich weg, also Vorsicht. So if you would like to take pictures, maybe better to ask first. Also manchmal ist es geschickter, bei den Bildern vorher zu fragen. Or just a general, not focus on giving your general picture. This is called the Kalesa. Kalesa heißt das Fahrzeug. It's like a car, but pushed by people. We have got also the Zippo car just ahead there. Also es gibt so alle möglichen Fahrzeuge, die meisten werden hier halt behandelt, ja, die wir ja sehen. Maybe 2 years ago. Seit 2 Jahren gibt es diese Rikschas dann auch mit Fahrrädern.
Ist die größte von Madagaskar. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Provinzen. Because Madagaskar has got 587,000 Kilometer. Oh, Busbahnhof, ist Überlandbus. Gucken Sie mal links. 587,000 Quadratmeter ist. Die Analphabetenrate ist hier sehr, sehr hoch. It's because of education. Education is quite expensive if you have got more than 5 children. Nein, das gesamte Gesundheitswesen nicht bezahlt. Was ist das für ein Baum? Das ist eine Familie von sogenannten Edelholz. Das ist berühmt in Madagaskar im Moment. Palisander? Ja, Palisander. Normalerweise ist es länger, da kann noch passen, länger ungefähr 60 cm lang, die Bohnen. Ja. Er ist Schweizer. Er hat verwendet dieses Auto, um diese alle Pflanzen zu sammeln überall in dieser Westküste. Aber jetzt wachsen schon die Bäume da drinnen. Sie sagt, ich verziehe mich. So ein bisschen. Kannst wieder kommen, der ist weg. Der große Mann ist weg. Frisst es doch. Oh ja. Nazi. Nee. Also. Ich hab's dir gescheit vor den Mund getan, aber nein, ja. Du weißt es ja nicht. Jetzt, gleich hast du es. Ja. Wieso lässt du dich denn nicht füttern? Ist doch viel einfacher. Guck mal, wie frech die dich anguckt. Ja, komm mal her. Die weiß dann,
I do that. Thank you. Und das war das. Und das hier? Ja? Hallo, Sie sind nah. Nee. Closer. Plastik.
und alles, was hier so zentral ist, kann ich leider besser. 1975, am 25. Juni, hat Mosambik die Unabhängigkeit erlangt. Was die Religion angeht, er sagt, es ist sehr zentralisiert oder zentriert. Im Prinzip hat man drei verschiedene Religionen, die sich hier ausbreiten, und am meisten sind die, ist der christliche Glauben verbreitet, dann noch Muslime und Hinduismus. Und hier ist die Astor.
Das ist die Festung. Begleiten. Wir werden in diesem Bus losfahren, aber wir werden dann später im Safari Park umsteigen in kleinere Busse. What we're gonna do is we're gonna go straight to lunch. They said to us we must be there at 12 o'clock. We're gonna make our way through to lunch and then afterwards we'll take more of a drive. Yeah? If you guys see anything that I do not see, please let me know. If you have any questions, feel free to ask. Yeah? Okay. 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 Power driver. Ganz alleine. Ja, ich sehe ihn
Yes. Ja, Ziggy und einen ist gerade hinter dem Busch. Das ist schon groß. Aber hier. Jetzt komm mal. Damals in dem Krieg zwischen den Briten und den Buren ist er 1000 Kilometer weit bis nach Grahamston geritten in 10 Tagen. Oh. Das hält man. Wahnsinn. Das hält man fast das Denkmal aufrecht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der Victoria Street Market. Das ist praktisch, da hinten drin sind lauter kleine Stände, wo die Leute von den Außenbezirken. An der linken Seite hier auch genauso. Das sind lauter kleine Stände, wo die Leute von den Außenbezirken praktisch hier nach Durban reinkommen und hier ihre Stände aufbauen. Hat aber auch einen großen Nachteil, diese riesen Eukalyptuswälder. Also die Südafrikaner haben gerade in ihrem Winter, also Juli, August, riesen Angst vor diesen Eukalyptuswäldern, weil die recht trocken werden. Also das ist ja eine trockene Monate, wo dann trotzdem sehr warm sind, wo dann öfters mal auch Waldbrände sind. Und gerade bei den Eukalyptuswäldern ist das sehr gefährlich, weil das sehr viel Öl gespeichert ist in den Blättern und überall. Und das fängt fast schon an zu explodieren. Eine Gruppe? Ja. Okay, dann können Sie losfahren. Das ist doch. Allerdings haben wir Sie jetzt nicht dabei. Right, we're gonna travel together these two vehicles, and we'll stop each other. So I will speak for both of us. Yeah. Okay. Very nice. So it's no problem. If you have any questions at any time, just
Dann werden wir da auch die Übersetzung für uns beide erzählen, praktisch für die Jeeps, weil wir niemanden nebeneinander halten. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach rausschreiben. Wo sind die gelandet? Und die sind auf anderen Pullen unterwegs. Sobald was Interessantes gesehen wird, fahren wir hinterher. Aha. Das ist jetzt immer kein Problem. Ja. It's gonna spin it into a ball. And then it's gonna eat it. They are not poisonous, venomous to us. So if they bite you, it is painful, but you won't die from it. Unless you are allergic to the venom. Smell it. It stinks. It stinks, okay. Er warnt gleich vor. Believe this helps with snake bites, especially the black mamba. Okay, because it smells like that as well. When they go and get honey from termite mounds and things, and they're scared the bees are gonna sting them. But they take this off and they rub it on them. And it keeps the bees away. Das hier daneben. Das ist alt, das ist alt, ja. Aber wir werden noch viele Knus sehen. Was? Was hast du schon wieder, Heiko? That is the weaver bird. So we're just gonna give it 5 minutes. And then you'll see birds coming back. You see the nest in here? Yeah. It's different. It's the bishop. Mm-hmm. They think it's something holy. You see all the babies. They call this a creche. So it's like a creche? Yeah, it's called it's like a daycare center. Okay. So not all these babies have their mothers here. Their mothers might be somewhere else. But there's a few females looking after the babies so the mother can relax and feed. Mm-hmm. Now every baby and mother has got a special call that they know each other. So if there's danger, lion, jackal, anything. They call each other, and they find each other and run away. Okay. Use the hippo tracks to go inside to fish, and this is where the hippos hide their babies. Okay. When people walk at home at night after a day's work, it is dark, they can't see, and hippos want to come out, they attack. So the water is the place where a hippo feels safe. That is its security. Yeah. What do people do? We take the boats, we go inside. They've got nowhere to run. Yeah. Over there, you can see the hippo. Is it there? Yeah. Okay, what we're gonna do, we'll drive around the back to get closer. Plants? Grass. Grass? And then they like short grass. Okay. They don't have any incisor teeth, front teeth, so they've brought. Jetzt hat er gerade so schön small aufgemacht. They'll select what they can eat. So they go to areas where the grass is short and they just eat. They don't stop. Okay. When the sun rises, they go back to the water. For security, and also their skin must always stay wet. When they dry out, they crack. That fat splits. And they get infection and they die. Cattle to breed, you take the fat and you wipe it on the cows. And the bull becomes interested. So yesterday, the one that died, we cut it up and put it to the stock. Wow. And they were all, they finished their food.
Oh, oh, sehr schönes Bild. Ja. Jetzt habe ich ein schönes Bild. Ein Hapfen. So, if they start running now, they can run for 3 days. No problem. And then stop and drink. Where other animals will get without tired. Without eating, without drinking. Without drinking, they'll just go straight for 3 days. No problem. Run in circles. Their muscles takes a very long time before excreting the fluids that make it stiff. That's it. Stop. Little red beak, they clean them from parasites. Mm-hmm. Okay. Okay. Mm-hmm. So they're always on the rhino's back. Mm-hmm. The skins are quite thick. So if there's any ticks, they pick it off. Mm-hmm. Okay. Always on giraffe, always on rhino. Elephants don't like them. Mm. Elephant skin is very sensitive, so they shake them off. But even on impala, you find them. Yeah. And the animals don't chase them away because they know they're cleaning them. You love me eating. You love me eating, is it? If they are scared, Close. They stand next to each other like that. Because with the stripes, they break the outline and they will all look at us. Then I know they're not happy. But like that, they're eating, they're happy, they know the vehicles don't hurt them. So they're relaxed. So you can even whistle, they just look. Die Gruppe Ikawawo aus Durban. Ikawawo, habe ich mir gerade eben noch erzählen lassen, bedeutet übersetzt Kind meines Vaters. Und die jungen Herren, die hier gleich auf die Bühne kommen, werden für sie tanzen, trommeln und singen. Thank you.
Ach, jetzt geht's vorne über die Straße. Ah, Zebra Crossing. Zebrastreifen. Ein Zebrastreifen. Jetzt stehen wir und die bewegen uns. Okay, now we must be as quiet as possible. We mustn't make a noise, otherwise they're going to move away. Okay. Old, maybe 2 months old. Okay. Still very young. So this is a young female over here. Down in the valley here. Oh, there. Oh. Further down. So yeah, so he's busy cooling down. He's lots of veins in an elephant's ears. Mm. And the ears make up about 40% of total surface area mm-hmm. of an elephant. So by him flapping his ears, he's cooling down lots of blood. Mm. And you'll use, if there's a little bit of wind, he'll stand so the wind comes from behind him and onto his ears when he's flapping. Mm-hmm. Very clever animals. You can see here's elephant mm-hmm. done. Fresh. Elephant? Mm-hmm. Yeah. Very fresh. You can touch it, it's still very warm. Mm-hmm. So the elephant, see, look, there's a dung beetle going in there. Yeah. Mm-hmm. Oh, yeah. It's a little dung Careful. Beetle. Mm-hmm. Now you can see elephants don't eat their food properly. Kelly was explaining to Myself and you and Nils, we were bush clearing in Wales. It must be. Even the rangers get burned. Yeah. Even the rangers get burned. Here they take that Landlela going past or just above the quarry on Bushman's Access and come towards central Bushman's yeah. Access and I'll guide you in from there. So yeah, that's affirmative, take control of the lock. So you'll see this is a female over here, mm-hmm. a cow, and just behind her there's some more. Killers, they're actually nowhere near Bushman's Access at the moment.
They're on that little loop where we were clearing the other day with myself, Whale and Yossi. See ya, Hammy. See ya, you better balega. These yamas are now mobile down into the valley. Yeah, he's mobile into the Slatini again. Copy, will do. Will you take control, please? So this is a male white rhino. Very, very rare. How many do you have? We have no idea. No idea how many. It's not the same leopard that you find in the Kruger National Park. It's the Cape Mountain leopard. So they will be in the valleys with the thick vegetation. Oh, sure. Yeah. Lovely, eh? Yeah. Jetzt sieht er gut aus. Jetzt sieht er gut aus. Schön. Auf mich? Nee, ich kann. Das war die Krönung. Alright everybody, it's unfortunately okay. Time to start heading back. Okay. Bye bye, Duma. Side mirror either, I tell you, you're good.
Ja, ich will erst mal rein. Ja, ich muss das zweite Mal noch. Ja, it's been wonderful, yes. It was a really interesting day. Ah, oh, glad you all enjoyed it. Thank you very much, sir. Thank you. Ja, sieht aus, das ist der. Dann stehen da noch kleine Teller und da sind überall Salate. Und dann wünschen wir Ihnen einen guten Appetit und lassen Sie sich schmecken. Danke schön. Thank you.